Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Deutschland bewegt sich. Deutschland ist bewegt. Seit etwa zwei Wochen, also seit Ende November 2021, nehmen die Demonstrationen sprunghaft zu. Mittlerweile finden meist jeden Montagabend, vor allen Dingen in eher kleinen und mittleren Städten im Land Deutschland, das im Würgegriff der Regierenden ist, die bekannten Spaziergänge statt. Die Menschen haben entdeckt, dass die Freiluftbetätigung am Abend ihnen sehr, sehr gut tut. Das Ganze hat sich mittlerweile groß herumgesprochen, stößt aber leider in Regimekreisen manchmal auf wenig Gegenliebe. Die Bürger von Greiz können von der wenigen Gegenliebe von Regimeseite ein Lied singen. Auch hier werden es immer mehr Freiluftfreunde am Abend. Doch die Staatsmacht versucht noch Anfang Dezember, die Menschen von der Gesundheitsbetätigung abzuhalten. Beste Grüße aus Greiz. Die Polizei hat die Innenstadt, also den Weg zum Markt, abgeriegelt. Ein massives Aufgebot schon auf dem Weg hierhin. Und ihr seht, hier draußen sammeln sich die Spaziergänger. Es werden minütlich mehr. Und es verspricht ein spannender, widerstandsreicher Abend hier zu werden. Ja, spannend widerstandsreich wurde dann der Abend in Greiz auch an diesem 6. Dezember und einen Montag später. Fick die Bullen! Fick die Bullen! Bitte zurück! Das wird gefilmt, du blöder Wichser! Mann! Was ist los? Ich hab gar nichts gemacht! Jetzt wird alles aufgesperrt. Straße frei! Straße frei! Straße frei! Das war also Greiz an den ersten beiden Montagen des Dezembers. Nicht besser sah es mit den Blockaden in Eisenach am 4. Dezember aus. Lassen wir nun Eisenach sein und kommen zu kurzen Überblicksbildern nach Berlin am selben Tag. Bist du eine Toilette? Geht einfach weiter. Armselig. Ihr seid armselig. Mecker, nie.
Mecker, nie, Mecker, 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 nie, 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 Mecker, nie, Mecker, nie, Mecker, Mecker. Berlin auf den Beinen, heute hier am Bersarienplatz in dem schrecklichen Stadtteil, schrecklichen linksgrünen Stadtteil Friedrichshain. Polizei fährt natürlich als Eskorte immer voraus und riegelt ab, aber die Leute lassen sich jetzt hier gar nicht aufhalten und spazieren. An diesem doch etwas ungemütlichen Tag, aber Wetter hält ja vor Bewegung nicht ab. Hier gerade unterwegs. In Berlin also eher Behinderung der freien Spazierkultur. Das sieht aber in München am 8. Dezember und in Altenburg am 6. Dezember doch ziemlich entspannt aus, was das Spazierengehen anbelangt. Ja, da scheint es normal zu sein, dass man sich ungezwungen am Abend draußen durch die Stadt bewegen kann. Wieder zwei unterschiedliche Eindrücke in Sachen Spazierengehen zeigen einmal Rathenow und Magdeburg. Frankfurt, jetzt die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 7.